dann auch in der, sagen wir, öffentlichen Bitcoin gegen also unsere Fiat-Währung gegen Euro oder gegen US-Dollar tauschen kann. Ne? Und bei diesen Wechseln entsteht dann halt logischerweise auch ein Kurs. Also wenn mit Bitcoin gehandelt wird, wenn wir uns den Kursverlauf angucken, dann ist Bitcoin lange Jahre so ein bisschen vor sich hingedümpelt. Der Kurs war wirklich sehr, sehr niedrig, war dann irgendwann mal so auf so einem Niveau von etwa 500 Euro, hat er sich eingependelt. Und so die erste große Hypewelle begann so im Jahr 2017 mit dem Peak. Das dürfte so Ende 2017, Anfang 2018 gewesen sein. Da ist der Kurs so auf etwa 17.000 Euro gestiegen. Und das war so auch das erste Mal, wo Bitcoin wirklich groß in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Das Interesse ist dann so ein bisschen abgeflacht, eben auch mit sinkenden Kurswerten, und ist dann gerade Ende letzten Kalenderjahres doch wieder sehr stark gestiegen, weil eben auch die Kurse nahezu explodiert sind. Bis hin, das Maximum lag, glaube ich, so bis vor 2, 3 Wochen, so etwa bei 60.000 Euro, ist jetzt auch schon wieder massiv gefallen, liegt jetzt, glaube ich, gerade so bei 45.000 Euro. Da sieht man, da ist viel Volatilität drin, weil es eben sich der Kurswert eben nur aus Angebot und Nachfrage zusammensetzt und dort auch keine Geldpolitik in dem Sinne abgebildet ist, ne? Sondern im Prinzip wir eigentlich nur diese Spekulationen, kann man schon mittlerweile fast sagen, haben, die dann eben die Kurswerte sozusagen nach oben treiben. Genau, das ist Bitcoin. Wie funktioniert Bitcoin oder wie ist Bitcoin entstanden? Darauf möchte ich eigentlich vor allem als erstes eingehen. Und das ist auch so ein bisschen ein Mysterium, was vielleicht dann für viele auch Bitcoin hat erstmal interessant erscheinen lassen. Bitcoin ist nämlich schon vor einigen Jahren, also ist auch in dem Sinne gar keine richtig neue Technologie, schon 2008, ja, also schon vor 13 Jahren oder fast 13 Jahren vorgestellt worden in konzeptioneller Form mit einem White Paper. Und dieses White Paper, und das ist so ein bisschen das Mysterium, wurde unter einem Pseudonym veröffentlicht, nämlich Satoshi Nakamoto ist der Herausgeber dieses White Papers oder der Autor dieses White Papers. Und wir wissen bis heute nicht so genau, wer sich hinter Satoshi Nakamoto denn eigentlich verbirgt. Ja, ob das eine natürliche Person ist oder eine Gruppe ist, jemand, der vielleicht schon gestorben ist oder einfach jetzt unglaublich reich geworden ist, das alles auch von langer Hand geplant hat. Ist auf jeden Fall konzeptionell und technisch sehr, sehr schön aufgesetzt. Man kann sich das alles in diesem White Paper nachlesen. Das lässt sich auch vergleichsweise einfach lesen. Und dort versteht man auch, aus meiner Sicht zumindest, vergleichsweise gut, wieso das Bitcoin-System denn eigentlich funktioniert. Ne? Und genau, und deswegen, es war deswegen vielleicht auch so ein bisschen, es passte gut so ein bisschen in den Zeitgeist damals rein. 2008 war ja auch gleichzeitig das Jahr der Finanzkrise, und deswegen ist Bitcoin, hatte sich damals so ein bisschen als, naja, antikapitalistischer Gegenentwurf eigentlich zum System damals etabliert oder wurde als solches dargestellt. Am Ende ist jetzt natürlich ein sehr rein kapitalistisches System dabei herausgekommen. Und aber im Prinzip 2008 eben gab es dieses White Paper, diese konzeptionelle Vorstellung. Ein Jahr später, 2009, gab es die erste Open Source Software. Und genau, so hat es dann über die Jahre eben seinen Lauf genommen. Ich werde gleich noch ein bisschen was zur Historie oder zu ein bisschen historischen Überblick zur Bedeutung des Bitcoins geben. Und mittlerweile ist der Bitcoin aber eben so erfolgreich. Wir hatten ja gerade auch das Chart gesehen, dass wir mittlerweile eine sehr, sehr große Marktkapitalisierung haben. Heißt also, die Bitcoins, die verfügbar sind, multipliziert mit dem Kurswert, da liegen wir gerade bei etwas mehr als 863 Milliarden Euro. Zumindest war das der Stand am 21. April. Gerade dürfte es wieder ein bisschen drunter liegen.
Genau, wenn wir uns jetzt so die Entwicklung ein bisschen anschauen, ich hatte es gerade schon gesagt, 2008 ja, kam eben dieses White Paper raus, 2009 gab es die Open Source Software und dann so ein bisschen als Meilenstein, so zumindest ja, das dahinterliegende Internet-Märchen, wenn man so möchte, ist das erstmalige ja, Hinterlegen des Bitcoins mit einem Realwert, nämlich im Jahr 2010, wo offensichtlich dann eben ein Entwickler zwei Domino-Pizzen bestellt hat und mit Bitcoin bezahlt und hätte damals so der Sage nach 10.000 Bitcoins dafür investiert, was heute dann immerhin ein Wert von 450 Millionen Euro darstellt. Also vergleichsweise teure Pizzen waren das damals aus heutiger Perspektive, was natürlich damals nicht abzusehen war. So, und dann hatte Bitcoin lange so ein Schmuddel-Image, kann man schon fast sagen, wurde im Darknet beispielsweise verwendet zum Bezahlen von irgendwelchen illegalen Geschichten, weil man eine vergleichsweise anonyme Form der Bezahlung mit Bitcoin hatte. Deswegen war das Bitcoin-Image immer sehr, sehr negativ, muss man schon fast sagen. Und das hat sich aber über die Jahre ein Stück weit gewandelt. Es gab dann zwischendurch mal so die ersten Online-Shops, wo man auch mit Bitcoin zahlen konnte. Es gab dann, weiß ich, so vor 3, 4, 5 Jahren auch die ersten Bitcoin-Automaten, wo man dann halt irgendwie Euros oder US-Dollar oder was auch immer in Bitcoin umtauschen konnte. Und es ist so ein bisschen aus dieser Schmuddelecke rausgekommen und eben ja, hat sich einfach in der Breite etabliert. Was man dazu sagen muss, allerdings aus meiner Sicht, Bitcoin hat sich, wenn man ehrlich ist, nie als Zahlungsmittel durchgesetzt. Ja, es gab immer mal die Gerüchte, dass Amazon irgendwann mal Bitcoin-Zahlungen erlaubt und ich weiß gar nicht, mittlerweile kann man, glaube ich, sogar irgendwie seinen Tesla mit Bitcoin bezahlen, weil Tesla ja auch sehr stark in Bitcoin selber investiert hat und vielleicht deswegen auch versucht, es ein bisschen zu pushen. Manchmal reicht ja auch ein Tweet von Elon Musk, dass da immer relativ viel passiert. De facto ist es aber nicht wirklich als Zahlungsmittel in Verwendung, sondern doch hat sehr viel stärker eigentlich so den Charakter eines digitalen Golds bekommen, weil es eben auch sozusagen dann mit der Zeit sich künstlich verknappt und deswegen eher so eine Aufbewahrungsfunktion hat und jetzt im Prinzip eine Asset-Klasse zum Investieren geworden ist, ne? Wo Leute dann eben sagen sie, vielleicht aus Inflationsschutz oder sowas investiere ich in Bitcoin, auch in der Hoffnung, dass es perspektivisch dort vielleicht auch sogar zu Kursgewinn weiterhin kommen wird. Genau, und das ist eben Bitcoin. Und jetzt könnte ich fast sagen, selbstkritisch, dass sozusagen das ist jetzt mein Einstieg in die Blockchain-Technologie didaktisch gar nicht so gelungen ist, weil eigentlich die ganz wichtige Botschaft, die ich machen will, ist eigentlich, dass Blockchain-Technologie sozusagen mit Bitcoin geboren wurde. Ne? Also das, was in dem White Paper von Satoshi Nakamoto beschrieben wurde, ist im Prinzip die Blockchain-Technologie. Die ist natürlich auch weiterentwickelt über die Zeit, aber das ist war im Prinzip der Vorschlag von Blockchain. Wenn man sich sozusagen die einzelnen Technologiekomponenten auch anschaut, gar nichts revolutionär Neues war, sondern die Innovation lag eigentlich in dem Zusammenbringen bereits vorhandener Technologien eben zu solchen Blockchain-Systemen. Aber eine ganz wichtige Aussage, die ich jetzt auch mit der nächsten Folie dann untermauern möchte, ist, dass es eben ganz unterschiedliche Blockchains an der Stelle gibt. Ne? Es gibt nicht nur die Bitcoin-Blockchain und selbst innerhalb der Bitcoin-Familie, ne, gibt es auch nicht nur die eine Blockchain, sondern ich kann mir, wenn man will und genug Mitstreiter findet, kann man sozusagen auch sich selber die Bitcoin-Blockchain Open Source Software nehmen, die ein bisschen anpassen und parametrisieren und dann auch eine eigene Bitcoin-Blockchain rausbringen. Es gibt aber dort auch ganz unterschiedliche andere technologische Implementierungen, die alle, ja, oder nicht selten so einen, ja, so einen bestimmten spezifischen Fokus haben. Ne? Mit Bitcoin wurde eben sozusagen eine Kryptowährung geschaffen. Es gab dann ein paar Jahre später, das dürfte so im Jahr 2015 gewesen sein, die Idee, oder die Idee wahrscheinlich schon ein bisschen vorher da, aber 2015 kam Ethereum raus. Und Ethereum verfolgt so die Idee der Blockchain als Weltcomputer. Und die Innovationen, die dort eine große Rolle spielten, da gehe ich gleich auch nochmal ein bisschen detailliert darauf rein, sind die sogenannten Smart Contracts. Ja, mit Ethereum war man dann erstmalig in der Lage, eben auch nicht nur Währungen oder Tokens abzubilden auf einer Blockchain, sondern auch Programmcode
dort abzulegen. Und ja, damit wurde so die Idee der Blockchain als Weltcomputer eben verfolgt und also nochmal ein ganz anderer Anwendungszweck. Und mittlerweile gibt es aber auch zahlreiche andere Blockchains. Es gibt auch die Blockchain für das Internet der Dinge. Blockchain hier bewusst in Anführungsstriche gesetzt, weil es im engeren Sinne noch nicht mehr meine Blockchain ist, weil gar keine Blöcke mehr miteinander verkettet sind, sondern dort eigentlich eher sozusagen ein Netzwerk an verschiedenen Transaktionsblöcken oder Transaktionen sogar einfach aneinander gehängt werden. Also eine sogenannte Tangle-Technologie, die dann eine Rolle spielt. Ja, aber es gibt viele verschiedene andere Technologien oder Blockchain-Implementierungen über diese hier genannten hinaus. Und dahingehend kann Blockchain auch als eine Technologieklasse betrachtet werden, die je nach Umsetzung dann ja, sich hinsichtlich ihrer Eigenschaften auch unterscheidet. So, jetzt habe ich gerade schon gesagt, die IOTA als Beispiel für eine Blockchain in Anführungsstrichen für das Internet der Dinge ist eigentlich gar keine Blockchain mehr. Und das stimmt auch dahingehend, oder möchte ich hier nochmal unterstreichen, dass wir eigentlich sozusagen die übergeordnete Technologieklasse als sogenannte Distributed Ledger Technologien bezeichnen. Die Abkürzung ist auch mittlerweile sehr etabliert, die DLT. Und Blockchain ist eben eine spezifische Distributed Ledger Technologie. Es gibt eben IOTA Railblocks, die einem sogenannten Directed Acyclic Graph folgen, also ein direkter azyklischer oder ein gerichteter antizyklischer Graph. So mal wie eine andere Technologie. Es gibt auch die sogenannten Tempo Ledgers. Wahrscheinlich gibt es auch noch viele andere Klassen. Blockchain ist aber mit so die dominante Distributed Ledger Technologie, was so ein bisschen dazu geführt hat, dass man die Begriffe schon fast synonym bezeichnet, was aber im engeren Sinne vielleicht gar nicht so richtig ist. Genau, wenn wir uns das Ganze auf einer ho sehr hohen Flughöhe anschauen und uns vielleicht als erstes mal die Frage stellen, warum ist denn Blockchain, so gehypt worden? Was ist denn jetzt eigentlich so die ganz übergeordnete, übergreifende Innovation? Und ein Aspekt, der aus meiner Sicht ganz wichtig ist, und das wurde auch ja vielfach vielleicht auch schon ein bisschen überstrapaziert, die Aussage, dass Blockchain den Wandel vom Internet of Information zum Internet der Werte entsprechend ermöglicht. Und das möchte ich jetzt mal ein bisschen erläutern, was wir damit denn eigentlich meinen. Wenn wir uns das Internet of Information oder das Internet der ersten Generation, wenn man so möchte, anschauen, also das Internet, wie wir es im Wesentlichen jetzt kennen, wenn wir nur diese beiden Pole sozusagen unterscheiden wollen, dann kommen wir ursprünglich aus einer Welt, wo wir Inhalte typischerweise zentralisiert bereitgestellt haben. Ja, zum Beispiel, ich nehme mal gerne die Analogie einer Lexika-Reihe. Der Brockhaus Verlag hat früher sozusagen das Wissen dieser Welt eingesammelt und hat das von zentraler Stelle an die Käufer im Endeffekt verteilt. Ja, und die Innovation des Internets war, dass wir eigentlich diesen zentralen Content-Provider an vielen, nicht allen Stellen nicht mehr notwendigerweise benötigen, ne? Sodass wir uns alle, also dahin geht, dass wir uns alle miteinander vernetzt haben. Und wenn wir jetzt sozusagen dieses Lexikon-Beispiel nehmen, wir jetzt sowas wie Wikipedia haben und jetzt sozusagen aus der Crowd, aus dem Netzwerk heraus unser Wissen dieser Welt organisieren. Und es braucht nicht diese eine Person, die im Prinzip orchestriert aufpasst und so weiter. Stimmt nicht ganz, weil auch hinter Wikipedia natürlich eine intakte Community steckt, also ein Subcommunity-Teil des Internets, die dort eine große Rolle spielt. Aber von der Tendenz ist das die Entwicklung. Das ist auch, glaube ich, war auch eine gute Innovation oder eine gute Entwicklung, die das Internet dort hervorgebracht hat, ne? Hat so ein bisschen zu einer Demokratisierung des Wissens geführt oder einfach Wissenszugänge vereinfacht und ist aber immer dann an die Grenzen gestoßen, wenn die Informationen, die dort ausgetauscht wurden oder nach wie vor werden, als werthaltig angesehen werden. Ein einfaches Beispiel wäre die Musikindustrie. Man hat sehr, sehr früh in den früheren Internetzeit oder Jahren angefangen, ja irgendwie illegal oder sagen wir mal semi-legal Musik auszutauschen über die damals etablierten Tauschbörsen wie Napster und Co. Und was natürlich dazu geführt hat, ne, dass dann eben diese Musikdateien irgendwie irgendwann nichts mehr wert waren, weil sie quasi als freies Gut sozusagen verfügbar waren. Ne? Weil die Schwierigkeit immer, wenn ich werthaltige Informationen weitergebe, gebe ich sie ja nicht wirklich weiter in der digitalen Welt, sondern ich lege Kopien an. Ja? Und immer, wenn ich Werte kopiere, dann verdoppel ich sie nicht in dem Kopiervorgang, sondern eigentlich halbiere ich den entsprechenden Wert.
Und deswegen sind wir bislang eigentlich, gerade wenn es sagen wir mal, hart wertehaltige Informationen wie digitales Geld oder generell Geld, sind wir bislang eigentlich noch nicht so richtig in der Lage, dort ja auch Peer-to-Peer Geld auszutauschen, ne? Ich kann nicht einfach per E-Mail beispielsweise Geld übertragen, ne? Weil ich immer sozusagen die Schwierigkeit habe, wenn jemand digital Geld überträgt, braucht es ja sozusagen einen Mechanismus, dass denn der Sender des Geldes anschließend über das Geld nicht mehr verfügt oder dass das Geld auch nicht parallel zeitgleich an 10 verschiedene Leute schickt, aber es tatsächlich ja nur einmal besitzt. Das sogenannte Double Spending Problem, was da eine Rolle spielt. Und das lösen wir bislang meistens über eine zentrale Registerfunktionalität, ne, die sozusagen in Analogie zum Internet of Information, wo ich da diesen zentralen Content Provider habe, habe ich jetzt sozusagen immer noch den zentralen Aufpasser, was in der Regel eine Bank ist oder mehrere Banken, die da eine große Rolle spielen, die neben dieser Aufpassfunktion vielleicht auch noch ein paar andere Funktionalitäten haben, aber im Prinzip ist das die wichtigste Funktion, die eine Bank dort im Prinzip eigentlich vornimmt, nämlich die sozusagen Buchhaltung, auf die ich mich irgendwie verlassen kann. Und die Innovation, die mit der Blockchain und vor allem dann eben auch mit Bitcoin kam, ist, dass eigentlich diese zentrale Registerfunktion, ne, die eben diese Aufpassfunktion hat, dass die sozusagen von zentraler Stelle entfernt wurde und sozusagen in den Prozess reingegeben wurde, ne, und sozusagen jetzt und dass dadurch jetzt im Prinzip ermöglicht wurde, dass ich eben auch Werte peer-to-peer austauschen kann. Und das ist so ganz übergeordnet, glaube ich, die ganz zentrale und wichtige Innovation, die wir sozusagen, ja, die Blockchain-Technologie an der Stelle mitbringt. Genau. Und ja, und jetzt möchte ich im Folgenden sozusagen mal von diese sehr hohe Flughöhe verlassen und mal ein bisschen tiefer einsteigen und mal versuchen darzulegen, wird immer noch auf einer nicht technischen Ebene, aber auf einer konzeptionellen Ebene mal versuchen zu erläutern, wie denn eine solche Blockchain funktioniert, und werde mich dann auch zumindest beim ersten Schritt ist auch an der Bitcoin-Blockchain sozusagen orientieren. Vielleicht vorher mal so ein, ja, nicht eine Definition, aber eine Charakterisierung der Blockchain. Was ist Blockchain überhaupt? Im Prinzip ist erstmal Blockchain eine ganz, ganz nüchterne Technologie zum Speichern von Daten. Diese Daten sind typischerweise Transaktionsdaten, ne? Also im Währungsbeispiel wäre das, dass ich bestimmten Betrag X an eine bestimmte Person, andere Person sozusagen überweise, und diese andere Person überweist dann einen gewissen Betrag dann nochmal eine andere Person, und dass darüber sozusagen verschiedene Transaktionen oder Transaktionsdaten entstehen. Und genau, eine Blockchain speichert diese Transaktionsdaten und tut das nicht nur irgendwie, sondern tut das chronologisch geordnet. Das ist zumindest mal in öffentlichen Blockchains, da gehe ich gleich nochmal auf die verschiedenen Designparameter ein, bei der Bitcoin-Blockchain sozusagen für alle einsehbar. Und genau, und das eine ganz wichtige Eigenschaft an der Stelle ist auch noch, dass das Ganze sozusagen rückwirkend nicht verändert werden kann, ne? Eine Transaktion einmal in der Blockchain drin steht, dann steht sie da auch drin und kann auch nicht mehr rausgelöscht werden, ne? Man kann natürlich irgendwie zurückbuchen, aber im Prinzip sind alle Blockchain-Vorgänge ja dafür immer drin gespeichert, und ich kann auch jetzt, das kann jeder von uns, tatsächlich die komplette Bitcoin-Historie, sämtliche Transaktionen, die jeweils in der Blockchain passiert sind, kann ich einsehen. Da stehen keine Klarnamen drin. Das ist sozusagen eine pseudonyme Technologie. Da stehen dann halt Schlüssel drin, die gegenseitig sich Geld überwiesen haben. Aber im Prinzip ist es komplett einsehbar. So, und wie funktioniert das Ganze aber? Ich bin jetzt hier so auf der Folie auf der linken Seite. Man kann Blockchain ja eben so als, man kann es als verteiltes Hauptbuch verstehen. Distributed Ledger ist übrigens auch die Übersetzung vom verteilten Hauptbuch. Man kann sich das vorstellen, dass es im Prinzip ein Netzwerk aus verschiedenen Computerknoten gibt, und auf jedem dieser Netzwerke ja, ist sozusagen ein solches Hauptbuch, ein solches Register gespeichert, wo sämtliche Transaktionen, ne, die getätigt wurden, einfach mal drinstehen. Ja, und dadurch, dass wir das jetzt Ganze irgendwie nicht nur auf einem Rechner haben, sondern auf mehreren Rechnern, haben wir das irgendwie verteilt. Das heißt, wenn ein Rechnerknoten ausfällt, ist das gar nicht schlimm, weil es irgendwie sich im kompletten Netzwerk verteilt. Und wenn jetzt an einer Stelle sich was verändert, gibt es dann eben auch einen Mechanismus, der sicherstellt, dass das auf allen Geräten oder auf allen Teilnehmern innerhalb dieses Netzwerks, also auf allen Netzwerkknoten, dann auch aktualisiert wird. Ne? Das ist sozusagen technologisch jetzt auch gar nicht so innovativ. Das haben wir eben mit solchen Peer-to-Peer-Netzwerken
beispielsweise beim Musikaustauschen auch schon irgendwie ganz gut hinbekommen. Das Problem dabei oder die Herausforderung an der Stelle ist aber natürlich, gerade wenn es eben um Geld geht, dann mag es da vielleicht auch mal zu vielleicht versehentlich oder sogar absichtlichen Fehlbuchen auch kommen, ne, dass man sich da vielleicht nicht so richtig auf eine Wahrheit einigen kann. Ne? Wie viel Geld hat denn jetzt jeder Knoten? Und gerade, wir haben es eben am Eingangs gesehen, das ist ja richtig viel Geld im Spiel. Da muss man natürlich sicherstellen, dass da natürlich auch keiner irgendwie betrügt oder dergleichen, sodass es Mechanismen braucht, die sicherstellen, dass sozusagen dieses gesamte Netzwerk sich dann eben auch auf eine Wahrheit im Endeffekt einigt. Und das sind die sogenannten Konsensmechanismen, die da ins Spiel kommen und die auch ein Stück weit eine technologische Innovation darstellen, jetzt innerhalb dieses gesamten Blockchain-Systems. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Die am meisten etablierteste, prominenteste, aber auch am meisten kritisierteste Form dieses Konsens oder dieser Konsensmechanismus ist der sogenannte Proof-of-Work-Algorithmus. Das ist ein Algorithmus, in dem sozusagen Arbeit errichtet werden muss. Das heißt, konkret in der Bitcoin-Blockchain gilt es dort, ein mathematisches Rätsel zu lösen. Und sämtliche Knoten, die wollen, können sozusagen an diesem, ja, Wettbewerb, wenn man so möchte, teilnehmen, dieses mathematische Rätsel zu lösen. Die probieren ganz lange bestimmte Zahlenkombinationen aus, bis ein bestimmter Wert gefunden ist. Und das dauert einfach eine gewisse Zeit und bringt eine bewusste Latenz in dieses System rein. Frage Nummer eins: Warum tun die Knoten das? Warum möchte ich da mitmachen an diesem sogenannten Mining-Prozess? Und der Name verrät schon so ein bisschen, weil dort in diesem Prozess auch neue Bitcoins geschürft werden. Also es gibt eine finanzielle Incentivierung der Knoten, das zu tun. Wenn ich der Knoten bin, der als erstes zum Zug kommt, dieses mathematische Rätsel zu lösen, dann bekomme ich einen gewissen Geldbetrag und ich bin dann sozusagen befähigt, neue Transaktionen in einen Block zu verpacken, an die bestehende Blockchain dran zu hängen. Und genau, das hat ein bisschen den Vorteil, dass ich dadurch, also das Rätsel ist vom Schwierigkeitsgrad bei Bitcoin auch so eingestellt, dass es ungefähr im Durchschnitt 10 Minuten dauert. Und es hat den Vorteil zum einen, dass eine gewisse Latenz reinkommt, sodass nicht ständig neue Transaktionen reinkommen, die dann nicht überprüft werden können. Das Überprüfen geht aber auch vergleichsweise schnell, also deutlich schneller als diese 10 Minuten. Und es hat auch den Vorteil, dass wenn irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt mal rückwirkend irgendwo sozusagen ja, böswillige Veränderung innerhalb dieser gesamten Kette an Transaktionen stattfindet, dass das sofort auffällt. Und dass es eigentlich sozusagen nur dann nicht auffallen würde, wenn das neu berechnet worden oder berechnet würde. Es kann aber nicht so schnell berechnet werden, weil eben diese viele Arbeit erbracht werden muss. Und die Kritik an diesem Proof-of-Work-Algorithmus ist deswegen aber gleichzeitig sehr, sehr hoch, weil dieses ja, Rätsellösen einfach sehr, sehr energieintensiv ist. Also wird einfach Rechenkapazität von großen Rechenparks dort eingesetzt, nur um diesen Mining-Vorgang entsprechend ja, durchzuführen. Und es gibt ja immer diese Vergleichsrechnung, dass jede Bitcoin-Transaktion, also nicht so viel Strom verbraucht wie eine große Anzahl von Privathaushalten, beispielsweise innerhalb eines Monats oder Jahres gar. Ne? Also relativ oder sehr, sehr hoher Energieverbrauch, der damit einhergeht. Es gibt mittlerweile aber auch andere Konsensmechanismen, die dort deutlich weniger energieintensiv sind. Und es gibt auch unterschiedliche Setups von Blockchains, die dort vielleicht auch solche Konsensmechanismen gar nicht erfordern. Genau, und im Prinzip funktioniert es aber so, ne, dass dann eben derjenige, der dieses Rätsel löst, verschiedene Transaktionen, die schon vorvalidiert sind, zusammenpackt in einen Block, an die Kette dranhängt. Die anderen können überprüfen, ob es stimmt. Und sozusagen die Kette mit dem längsten Schwanz sozusagen ist dann eben die neue Wahrheit. Über sogenannte Hash-Algorithmen werden diese verschiedenen Blöcke miteinander verknüpft, eben mit dem Vorteil, dass sobald irgendwo nachträglich was verändert wird, sei es böswillig oder aus Versehen, sozusagen sämtliche folgenden Transaktionen dann auch erstmal ungültig werden, ne? Sodass so schnell erkenntlich wird, dass dort irgendwas nicht stimmt. Und die Technologie gilt als sehr, sehr sicher. In den ja jetzt mittlerweile 11 Jahren, seitdem es dann Bitcoin eben auch als Software gibt und wo sehr, sehr viel Geld ins Spiel ist, ist es nicht gelungen, diese ja, Bitcoin-Blockchain zu knacken, wenn man so möchte. Genau, aber so funktioniert in a nutshell Blockchain, wie gesagt, auf einer konzeptionellen Ebene. So, jetzt hatte ich eben schon gesagt, mit Ethereum gab es aber dann irgendwann auch mal eine gute Idee, dass es ja vielleicht eigentlich interessant sein könnte, nicht nur
irgendwelche Transaktionsdaten in einer solchen Blockchain zu speichern, sondern vielleicht auch Programmcode. Und das ist der sogenannte Chaincode oder der bekanntere Begriff an der Stelle, sind die sogenannten Smart Contracts. Ja, schlaue Verträge, ja, die aus juristischer Sicht gar keine Verträge sind und die jetzt auch nicht besonders schlau sind, weil es einfach nur Programmcode ist. Aber im Prinzip ist die Logik so, dass ich dort ja, jetzt einfach gewisse Logiken in Programmcode gießen kann und die auf der Blockchain unveränderbar auch gespeichert werden. Man könnte darüber, und das tut man auch, einfach gewisse Geschäftslogiken, das können auch Vertragsinhalte abbilden, auf die sich zwei Parteien einigen. Ne, das können Wenn-Dann-Beziehungen sein, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, dann tue das und das. Das kann man auf der Blockchain sozusagen ablegen und dann, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, kann dann sozusagen diese Logik oder wird dieser Smart Contract ausgelöst und diese Logik wird ja entsprechend dann ausgelöst. Ja, ein plakatives Beispiel, was ich da gerne immer bringe, ist so irgendwie ein Auto, was ich per Ratenkauf bezahle bei einem Autohaus und man könnte sich das so vorstellen, dass der Verkäufer sagt, ich weiß nicht so richtig, ob der regelmäßig seine Raten bedienen will und ich möchte da jetzt auch irgendwie nicht diese Unsicherheit eingehen, dass dann noch zu irgendwelchen Gerichtsverfahren irgendwie kommt oder so. Und ich bin schlau und nutze eben diese schlauen Verträge, die Smart Contracts und statte das Schloss des Autos so mit einem Smart Contract aus, dass ich dort hart definiere. Wenn Rate eingegangen, dann lässt sich Tür öffnen und wenn Rate nicht eingegangen, dann bleibt das Auto eben zu. Also sozusagen der Vertrag zwischen Autohaus und Kunde wird sozusagen dort in Programmcode gegossen und darüber hart verdrahtet, wenn man so möchte, über die Blockchain. Und ja, so ließe sich dann eben ein solcher Vertragsinhalt dann auch automatisch durchsetzen. Genau, dann gibt es unterschiedliche Parameter, da möchte ich aber nur kurz drauf eingehen. Gerade sozusagen die Bitcoin-Blockchain, auf die ich jetzt sehr lange eingegangen bin, das ist eine sogenannte Public-Permissionless-Blockchain. Was bedeutet Public? Public bezieht sich auf den Grad der Öffentlichkeit. Das ist die Frage, wer kann die Blockchain-Inhalte einsehen? Wer kann im Prinzip diese Blockchain lesen? Da unterscheiden wir zwischen Public- und Private-Blockchains. Public Blockchains sind solche, die wir vielleicht als Endkonsumenten vielleicht nutzen können, eben so bei Kryptowährung. Wenn jetzt irgendwas im Corporate-Kontext passiert, wo vielleicht ein Konsortium aus 3, 4 Unternehmen zusammenarbeitet, dann brauche ich das nicht. Dann kann ich das auch privat aufsetzen und kann dann andere Mechanismen einsetzen, die vielleicht nicht so ein hohes Sicherheitslevel auch erfordern. Und die Zugriffsbeschränkung bezieht sich eigentlich darauf, wer sozusagen eigentlich dieses Netzwerk oder Transaktion validieren kann, ne? Wer im Prinzip ja, in die Blockchain schreiben darf. Und dort gibt es die Permissionless-Systeme eben bei Bitcoin, da gibt es den Proof of Work, da gibt es dieses Rattenrennen eben sozusagen um das neue Dranhängen von Transaktionsblöcken. Es gibt aber auch Permissioned Blockchains, ne, wo einfach eine gewisse Anzahl an Parteien das überhaupt machen darf. Und dort brauche ich eben dann vielleicht eben andere Mechanismen. Also eine Public-Permissionless Blockchain, da geht es darum, ne, die möglichst sicher zu gestalten. Und deswegen ist sie vielleicht nicht so schnell, weil wir immer so ein bisschen ein Trade-off zwischen Sicherheit und Geschwindigkeit haben. Bei einer Private-Permission-Blockchain ist sozusagen die Anfälligkeit erstmal per Definition nicht so hoch. Und da kann ich dann andere Mechanismen einsetzen, die dafür dann aber eine höhere Transaktionsgeschwindigkeit vielleicht an der Stelle ermöglichen. Genau. Und jetzt ist die Frage, was denn eigentlich so das Besondere an Blockchain, vielleicht auch gerade aus einer Unternehmensperspektive ist. Es gab mal so eine Zeit vor etwa 5 Jahren, wo jedes Unternehmen, ihr gesagt hat, Blockchain scheint ja toll zu sein, aber haben wir nicht so richtig verstanden, wie es eigentlich genau funktioniert. Und vor allem stellt sich die Frage, warum ist denn das jetzt eigentlich so aus einer Unternehmenssicht eigentlich so spannend? Und zu dem Zweck hatten wir damals mal herausgestellt, was so aus unserer Sicht die drei Eigenschaften von gar nicht mal der Technologie, sondern von Anwendungsfällen sind, die sozusagen dafür sprechen würden, dass Blockchain eine interessante Lösung sein könnte. Und das sind die drei, die Sie hier auf der Folie sehen. Und die erste Eigenschaft dreht sich so ein bisschen um das ganze Thema Intermediäre. Wenn immer ich Geschäftsprozesse habe, wo es eine zentrale Partei, diesen Mittelsmann, diese Registerfunktionalität gibt, die mich in diesem Prozess irgendwie stört, ja, sei es, weil es irgendwie hohe Kosten verursacht oder weil es irgendwelche Dinge langsam macht oder aus politischen Gründen, wenn die mich irgendwie stören oder ne, und diese umgangen werden sollen, dann könnte Blockchain interessant sein. Ja, vielleicht stört mich
dass wenn ich eine Überweisung tätige am Freitagnachmittag, dass es irgendwie bis Montagnachmittag dauert, obwohl die Person, der ich den Betrag überweisen möchte, sogar bei der gleichen Bank bin, ne, dass das eben irgendwie so lange dauert. Ja, dann kann ich sagen, ich setze irgendwie auf Bitcoin und überweise den Betrag bei Bitcoin, dauert dann immer noch in Summe wahrscheinlich auch irgendwie eine Stunde, bis das alles durch ist und alles sozusagen als safe angesehen wird, aber ist immer noch signifikant schneller sozusagen als die alte Welt mit den Intermediären oder den mehreren Intermediären. Zweite Eigenschaft ist das ganze Thema Daten- und Prozessintegrität. Ich habe eine Blockchain-Technologie, wo oder die Eigenschaft hat, wenn ich einmal was in eine Blockchain drin reinschreibe, dann steht das da drin. Dann kann ich das auch nicht mehr verändern. Jetzt gibt es gerade im Unternehmenskontext viele Anwendungsfälle, wo das aus Compliance-Gründen sehr, sehr wichtig ist, ne, dass Daten auch nicht rückwirkend verändert wurden. Und es gibt Wirtschaftsprüfer, die regelmäßig überprüfen, dass Daten nicht manipuliert wurden, Datenbestände, und dass das eben bestimmte Systeme dort sauber funktionieren. Wenn ich jetzt eine Technologie habe, die das sozusagen mit Bordmitteln mitbringt, dann ist das erstmal sozusagen eine ganz attraktive Eigenschaft und man könnte zumindest mal drüber nachdenken, in solchen Compliance-relevanten Kontexten dort vielleicht auch Blockchain-Lösungen einzusetzen. Und die letzte Eigenschaft dreht sich so um das ganze Thema Dezentralität. Wir entwickeln uns gerade in einer Welt, wo immer mehr, ja, dezentral passiert, wo immer mehr Maschinen autonom agieren und ja, wir dezentral unterwegs sind. Das selbstfahrende Auto, was irgendwie alleine durch die Gegend fährt, die Drohne, die durch die Luft fliegt und vielleicht irgendwann mal Strom tanken muss. Wir werden immer häufiger in der Zukunft Situationen haben, wo Maschine zu Maschine oder Maschine mit Maschine interagiert und dort sozusagen auch ein Leistungsaustausch stattfindet. Und jetzt habe ich gerade so eine Technologie, die per Definition dezentral ist und wo ich auch sehr einfach Zahlungen abwickeln kann, auch sogenannte Micropayments, ne, also Kleinstbeträge abwickeln kann. Und gerade für solche Anwendungszwecke mag die Blockchain-Technologie eine durchaus interessante Technologie sein. Und das ist eben auch der Grund, warum viele Unternehmen in den vergangenen Jahren sozusagen auf die Reise gegangen sind und ja, darüber nachgedacht hat, was denn interessante Anwendungsfälle sein können. Ich habe Ihnen mal hier eine Übersicht mitgebracht aus den verschiedenen Anwendungsfeldern, aus den verschiedenen Branchen, dass da unheimlich viele Anwendungsfälle entstanden sind. Ich möchte auch allein aus Zeitgründen schon nicht auf die Details eingehen. Wichtige Botschaft an der Stelle, dass das eben nicht nur die Finanzdienstleistungsbranche ist, ne, was vielleicht sehr, sehr nahe liegt, ne, weil irgendwie über Bitcoin da sehr, sehr viel im Kryptowährungsbereich entstanden ist. Und dort gibt es sicherlich auch interessante Anwendungsfälle. Aber es gibt viele andere Domänen, wo es mindestens genauso interessante Anwendungsfälle gibt, wenn vielleicht sogar liegen dort sogar auch die interessanteren und sehr dominante Anwendungsfelder oder wo man da sehr, sehr viel sieht, ist im Energiebereich, wo wir auch innerhalb unserer Fraunhofer-Projektgruppe sehr, sehr viel machen. Der Jens Strücker ist neuerdings ja etwa auch seit einem halben Jahr an Bord und führt viele Projekte an der Schnittstelle Blockchain zu Energie durch. Da geht es unter anderem um Mikrotransaktionen, um Energiehandelsplattformen und verschiedenes mehr. Wir sehen sehr viele Anwendungsfälle im Mobilitätssektor. Hier haben wir auch eine Studie mal für das Bundesverkehrsministerium durchgeführt und verschiedene Anwendungsfälle diskutiert. Im Bereich der Logistik passiert viel. Und wo wir ja selber sehr aktiv jetzt auch in den letzten Jahren geworden sind, sind eben auch viele Anwendungsfälle im öffentlichen Sektor. Vielleicht, wenn wir gleich noch ein bisschen Zeit haben, würde ich Ihnen vielleicht ein, zwei Projekte auch noch vorstellen. Bevor wir das tun, sofern wir es denn tun, möchte ich Ihnen eigentlich sozusagen auf einer etwas höheren Flughöhe mal so ein paar Muster, ein paar Anwendungsmuster darstellen. Was wir mal gemacht haben, auch schon vor ein paar Jahren, Monaten, dass wir mal gesagt haben, da gibt es jetzt wirklich eine riesige Fülle an Anwendungsfällen in unterschiedlichen Branchen und na, ganz viele verschiedene Dinge. Und wir haben uns mal sozusagen die Mühe gemacht, dort bestimmte Muster zu erkennen, die wir vielleicht in mehreren Anwendungsfeldern immer wieder finden. Und wir sind aus dieser Arbeit heraus auf ja, insgesamt acht Anwendungs- oder dominante Anwendungsfälle gekommen oder Anwendungsmuster gekommen, die man in den verschiedenen Anwendungsfällen immer wieder findet. Und auf die möchte ich jetzt gerne mal eingehen.
Das erste Muster sind die sogenannten neutralen Plattformen. Ich hatte eben schon gesagt, unter dem Stichwort Intermediäre, dass wir nicht selten versuchen, Blockchain dann einzusetzen, wenn wir Intermediäre umgehen wollen. Und vielleicht sind die Intermediäre teuer oder führen dazu, dass ein Prozess langsam dauert. Es gibt aber noch ein sozusagen ein anderes Szenario, dass mich diese Intermediäre vielleicht aus politischen Gründen auch stören, dass ich vielleicht einen Anwendungsfall habe, der vielleicht gar nicht zustande kommt, weil ja, sich verschiedene Parteien gar nicht darauf einigen können, dass es eben eine dominante Partei gibt, weil wir sind momentan ja, in einer Welt, wenn wir uns digitale Geschäftsmodelle angucken oder eine gesamte Digital Economy anschauen, dass wir dort ja eigentlich eine Entwicklung zu Monopolisten haben, ne? Und das sind nicht selten eben Plattformbetreiber, die im Endeffekt nichts anderes tun, weil sie tun schon ein bisschen mehr, aber die Kernfunktionalität von vielen Plattformen wie Airbnb und Uber und verschiedene andere Marktplätze ist, dass sie Angebot und Nachfrage zusammenbringen, also eine Art Marktplatzfunktion einnehmen, also im Endeffekt eine Basisinfrastruktur oder etwas schaffen, was bislang eine Basisinfrastruktur waren, aber mit dem Unterschied, dass sie sehr, sehr viel Marge abgreifen, ne, von dem Handel, der auf solchen Marktplätzen passiert. Und da könnte man sich jetzt eben auch vorstellen, dass man über eine Blockchain-Lösung irgendwie versucht, diese Intermediärsfunktion, ne, diese Vermittlerrolle sozusagen aus der zentralen Position rauszunehmen und auch in das Netzwerk zu bringen und darüber politisch neutrale Plattformen schafft, ja, mit dem Vorteil, dass man vielleicht dann eben solche Monopolbildungstendenzen an der Stelle umgeht. Zweites Muster ist das Management von organisationsübergreifenden Geschäftsprozessen. Blockchain bietet eigentlich mit Bordmitteln eine gute Möglichkeit, leichtgewichtig beispielsweise Systeme zwischen verschiedenen Organisationen zu verknüpfen, ja, oder bestimmte Daten durch die Systeme verschiedener beteiligter Organisationen ja, sozusagen zu verknüpfen und Daten durchzurouten. Ein Beispiel, wo wir das jetzt auch schon seit mehreren Jahren eigentlich, wo wir dabei sind, das in Anwendung zu bringen, ist beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wo dort eine Blockchain-Lösung im Entstehen ist, um eben Identitäten von Geflüchteten durch die verschiedenen Systeme der beteiligten Organisationen ja, miteinander zu verbinden und dort möglicherweise das dann eben nicht nur ja, auf einer bundesdeutschen Ebene zu etablieren, sondern perspektivisch auch auf eine europäische Ebene auszurollen. Ja, und genau dafür bietet sich eine Blockchain-Lösung aus verschiedenen Gründen, eben aufgrund dieser Möglichkeit, da leichtgewichtig integrieren zu können. Und darüber hinaus, vielleicht habe ich da an der Stelle auch mal irgendwann ein Vertrauensproblem hier, ja, wenn besonders viele Länder beteiligt sind, sodass da ja einige Blockchain-Eigenschaften dafür sprechen, dass das vielleicht eine gute technologische Plattform oder Basis da sein kann. Dann ein Thema, was gerade in den letzten Jahren oder jetzt auch gerade in den letzten Monaten unheimlich angesagt ist, das ganze Thema digitale Identitäten und digitales Identitätsmanagement. Ein Themengebiet oder ein eng verwandtes Themengebiet sind die sogenannten selbstsouveränen Identitäten, SSI als Abkürzung, was im Prinzip ein Ansatz ist, dass der Nutzer und wir als Konsumenten sozusagen dort sehr ja, individuell, je nach Anwendungskontext, wo wir uns mit unserer digitalen Identität vielleicht irgendwo anmelden können, dann immer kontextspezifisch selbst sozusagen in der Hand haben, welche Informationen wir an welcher Stelle preisgeben wollen. Das kann man mit Blockchain lösen, kann man auch ohne Blockchain lösen. In manchen Fällen und nicht selten kann Blockchain an der Stelle eben auch eine durchaus ja, wichtige Rolle einnehmen. Dann haben wir sowas wie digitale Urkunden. Das können, das Plakativste ist immer digitale Zeugnisse. Wenn das eine Universität sagt, ich gebe ein Zeugnis raus, vielleicht ein elektronisches Zeugnis, und ich kann aber über eine Blockchain-Lösung auch sicherstellen, dass ein Unternehmen, bei dem vielleicht dieses digitale Zeugnis irgendwann mal landet, über diese Blockchain-Lösung überprüfen kann, weil die Universität das einmal da reingeschrieben hat und das auch sozusagen verbrieft hat, dass dieser Eintrag in der Blockchain auch tatsächlich von der Universität kommt, dass ein Unternehmen beispielsweise prüfen kann, naja, dieses elektronische Zeugnis, was mir ein Bewerber dort gegeben hat, das ist auch tatsächlich mal so ausgestellt worden. Ne? Auch dort mag es ja an der anderen Stelle ja schon mal zu Betrugsversuchen kommen. Und da kann eben auch eine Blockchain-Lösung eben über diese Eigenschaft der Unveränderbarkeit eine schöne Möglichkeit sein, dort eben solche digitalen Urkunden ja,
besser abzubilden, hat auch die Möglichkeit, sozusagen Gültigkeiten von bestimmten Urkunden auch dann nachträglich wieder zu entziehen, ja, was auf Papierform ja auch immer unheimlich schwierig ist. Genau, und das ist auch nochmal ein weiteres Anwendungsmuster. Dann Anwendungsmuster Zahlungsverkehr, brauche ich glaube ich nicht mehr so viel zu sagen. Ne? Bitcoin als prominentes Beispiel, gibt es auch gerade wieder sehr, sehr viele Diskussionen, beispielsweise rund um einen digitalen Euro, der viele Probleme in vielen Blockchain-Anwendungsfällen lösen würde. Gehe ich mal auch davon aus, dass das früher oder später kommen wird, nicht nur beim Euro, sondern in verschiedenen anderen Währungen. Die Schweden schienen da mal relativ weit zu sein, aber ich glaube, diese E-Krona ist immer noch nicht gekommen, aber die scheinen da auch vergleichsweise weit zu sein. Habe ich gerade nicht so richtig den Einblick, aber da passiert auch insgesamt nach wie vor relativ viel. So, dann haben wir voll fälschungssichere Dokumentation. Das ist sehr, sehr Compliance-Use Case, ne? Was einmal drin steht, steht da drin. Und wenn es beispielsweise darum geht, ja, bestimmte Dinge einfach zu dokumentieren. Es gehen immer mehr digitale Geschäftsmodelle in eine Richtung, dass bestimmte Maschinen beispielsweise nicht mehr verkauft werden, sondern Maschinenstunden verliehen werden. Ja, dass das Unternehmen eigentlich sozusagen ein Fremdgerät sich sozusagen von einem Dienstleister holen und dann wirklich auf Stundenbasis abgerechnet wird. Und ja, dort müssen diese Stunden natürlich erfasst werden. Das könnte man über eine Blockchain-Lösung sicherstellen, dass das nachträglich nicht manipuliert würde. Und wenn man über eine Roboterbesteuerung nachdenkt, die ja politisch immer wieder diskutiert würde, wäre es beispielsweise denkbar, dass dann auch eine automatische Zahlung bei Benutzung eines Roboters ans Finanzamt abgeht. Ja, als einfach sozusagen ja, zukünftiges oder Beispiel, als visionäres Beispiel. Dann die ökonomisch autonomen Maschinen, habe ich gerade schon angesprochen. Ne? Das sind eben die Elektroautos oder die Drohnen oder was auch immer, die durch die Gegend fahren und vielleicht selbstständig Handel betreiben. Und eine letzte Kategorie sind die sogenannten Dienstleistungen und Dienstleister. Da gibt es verschiedene sozusagen mögliche oder verschiedene Ansätze, dort Smart Contract basiert, ja, eben Dienstleistungen aufzusetzen. Zum Beispiel, ja, gab es mal so einfache Use Cases, Flugausfallversicherungen, ja, dass man sozusagen sich selber gegen den Ausfall des eigenen Flugs absichern konnte. Also ich sage, einen gewissen Betrag gebe ich da rein in diese Versicherung und wenn mein Flug ausfällt, dann bekomme ich einen gewissen Betrag X wieder ausbezahlt. Und im Prinzip war das Smart Contract mäßig hart verdrahtet. Ne? Dieses System hat im Endeffekt einfach Flugdaten aus dem Flugsystem rausgenommen und hat automatisch sozusagen diese Auszahlung abgewickelt. Und an der Stelle war es dann aber eigentlich gar nicht mehr einmal aufgesetzt, gar nicht mehr wichtig, dass es dieses Unternehmen eigentlich, also zumindest von der Funktionsweise her, dass das noch existiert, weil einmal aufgesetzt funktioniert das Ding einfach, ne? Und ist automatisiert einfach da. Und das kann man auch noch weiterspinnen. Da gab es mal die sogenannten Decentralized Autonomous Organizations, dass man versucht hat, das gesamte Unternehmen, wenn man so möchte, auf dieser Basis aufzusetzen. Hat jetzt nicht so hundertprozentig gut geklappt hinten raus aus verschiedenen Gründen, aber da gibt es auch sehr, sehr viele Ideen, die da eine Rolle spielen. Genau, jetzt bin ich von der Zeit relativ fortgeschritten. Ich hatte es ja schon so ein bisschen befürchtet. Es gibt, deswegen mache ich das mal sozusagen nur als, vielleicht ein bisschen als Werbeblocker. Es gibt dort unterschiedliche Anwendungsfälle, die wir auch in unserer Forschungsarbeit dort entsprechend adressiert haben. Sehr, sehr früh haben wir vor einigen Jahren schon mit der NordLB einen größeren Prototypen gebaut. Da geht es um die ja, um sogenannte Dokumenten-Akkreditivprozesse beim In- und Export, In- und Export von Waren, wo dort ein Vertrauensproblem zwischen Importeur und Exporteur da ist und da die Banken momentan eine große Rolle spielen und dort eben Vertrauen in so einen Prozess geben und wo wir im Endeffekt dann eine Lösung dann auch vorgeschlagen haben, wie man sowas auch Smart Contract-basiert umsetzen könnte. Was dann entsprechend ja, leichtgewichtiger funktionieren würde. Der Teufel steckt natürlich auch dort im Detail, weil das beispielsweise eben auch digitale Währungen, einen digitalen Euro idealerweise erfordern würde. Aber das wäre sozusagen oder auf jeden Fall ein Bereich, den man weiter verfolgen könnte. Und es gibt auch mittlerweile zahlreiche Initiativen, die diesen Gedanken dann schließlich auch aufgegriffen haben. Dann hatte ich eben schon angesprochen, dass wir eine große Studie vor, ich glaube, 2 Jahren durchgeführt haben für das Bundesverkehrsministerium, wo wir verschiedene Anwendungsfälle diskutiert haben, unter anderem das Platooning, das Kolonnenfahren von LKWs, wo dann ein Windschatten ausgenutzt werden kann und dann aber sozusagen Ausgleichszahlung zwischen den LKWs, die hintereinander fahren und unterschiedlich stark von einem solchen Kolonnenfahren profitieren, dann stattfinden können. Auch dort gibt es ein gewisses Potenzial,
für eine Blockchain-Lösung. Wir haben Projekte durchgeführt, beispielsweise mit der Bundesnotarkammer, wo es eben darum geht, digitale Urkunden zu erfassen und auch die Gültigkeit von solchen Urkunden anschließend zurückzuziehen. Und als letztes Beispiel das eben schon angesprochene Projekt beim BAMF, ja, zur Verbesserung des Asylprozesses, oder zum, sagen wir mal, digitalen Abbilden dieses Asylprozesses. Genau, und das wird so ein bisschen zu den Projekten im Schnelldurchlauf. Und ich möchte ja, abschließend so mal so eine kleine Bewertung machen, die ich habe diese Folie immer auch in den letzten Vorträgen immer drin gehabt. Ich habe die immer so sukzessive weiterentwickelt, weil natürlich sich die Entwicklung da auch weiter voranschreitet. Nichtsdestotrotz, ja, bei dem ersten Punkt beginnt, wenn wir uns das technische Ökosystem angucken, die Technologie entwickelt sich sehr, sehr schnell weiter. Im Vergleich natürlich zu unseren total etablierten Technologien ist die Blockchain-Technologie immer noch in einer eher frühen Reifephase. Ne? Ist jetzt nicht mehr so, dass wir da überhaupt gar nichts haben und die Technologie nichts kann. Und ich glaube, man kann auch schon sehr, sehr mit gutem Gewissen dort auch in Produktivsysteme reingehen. Ne? Aber die technologische Entwicklung geht da nach wie vor weiter. Es gibt mittlerweile mehr und mehr Anwendungsfälle, aber es ist auch nicht so, dass es diesen einen großen Anwendungsfall vielleicht neben Bitcoin gibt, wo man sagt, okay, ne, das ist jetzt der Killer-Use Case für Blockchain. Vielleicht wird es den auch gar nie geben. Ne? Zum einen, weil Blockchain ja eigentlich eine Infrastrukturtechnologie ist, die man sozusagen gar nicht sieht von außen, die interessiert uns als Endkonsumenten ja im Prinzip auch gar nicht. Und auf der anderen Seite, weil es auch die Basisinfrastrukturtechnologien, die wir haben, die werden nicht durch Blockchain abgelöst werden, sondern Blockchain wird einfach eine weitere Basisinfrastrukturtechnologie sein und einfach sozusagen das Technologieportfolio an der Stelle ergänzen. So, und wenn es dann darum geht, so um Best Practices für Architekturkonzepte, für Betriebsmodelle, für Governance-Ansätze, also die Frage, wie setze ich denn jetzt ein solches System für einen bestimmten Anwendungsfall bestmöglich auf? Da sind wir immer noch in einer Phase, wo wir da Erfahrung sammeln und dort auch immer besser werden und immer mehr Einblicke bekommen. Und auch die wissenschaftliche Forschung leistet natürlich da ihren Beitrag. Aber auch das ist noch, glaube ich, ein offenes Feld, wo man immer noch sehr, sehr viel tun kann. Und der letzte Punkt, rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen ist in fast allen unserer Projekten immer ein wichtiges Thema. Die Juristen, da gibt es einige, überraschend viele sogar, sozusagen dynamische Juristen, man mag es kaum glauben, die dort eben auch eine wichtige Rolle spielen und auch am Puls der Zeit da forschen ja, sich auch sukzessive dort dem nähern, wie ich sowas rechtskonform umsetzen kann. Oder aber und da sind auch sozusagen die Ministerien und so weiter auch eigentlich sozusagen sehr offen, eigentlich zu verstehen, wie ich denn eigentlich den rechtlichen regulatorischen Rahmen vielleicht an der einen oder anderen Stelle anpassen muss, damit eben auch solche neuen Ansätze dann vielleicht auch funktionieren können. Genau, jetzt habe ich ja mindestens mal 5 Minuten überzogen. Ich bitte dafür um Entschuldigung, hoffe, dass es trotzdem oder dass es generell interessant für Sie als Zuhörer war. Ja, ich bin durch mit meinem Vortrag. An der Stelle sehen Sie meine Kontaktinformationen. Wenn Sie wollen, können Sie mich gerne im Nachgang kontaktieren, mir eine E-Mail schreiben. Und ansonsten, ja, so wie ich jetzt eben Herrn Vogt verstanden habe, haben wir jetzt aber auch die Möglichkeit, dort entsprechend auch noch Fragen zu beantworten. Also sollten Sie Fragen haben, können Sie oder können wir jetzt, glaube ich, gemeinsam auch in Slido schalten und uns die Fragen anschauen. Aber damit gebe ich an Sie, Herr Voth, dann erstmal wieder ab. Ja, genau. Vorab erst einmal eine kleine Entschuldigung. Wir hatten ein kleines technisches Problem, sodass in den ersten 5 Minuten des Vortrages ich persönlich gemutet war. Nichtsdestotrotz haben wir verschiedenste Fragen erhalten, sodass ich jetzt schon mal anfangen würde mit der allerersten Frage an Herrn Professor Urbach. Welcher Konsensmechanismus ist für Sie der effizienteste für den Use Case einer digitalen Zentralbankwährung? Ja, ist eine gute Frage. Bin ich wahrscheinlich sogar normalerweise immer der Jonas Groß, ich weiß gar nicht, ob er auch dabei ist, immer derjenige, der immer möglichst viel zum digitalen Euro und digitalen Währung sagen kann. Bin ich jetzt nicht der unbedingt der größte Experte, aber das wäre jetzt zum Beispiel, da brauche ich eigentlich jetzt nicht notwendigerweise eine Public Permissionless Blockchain, weil ich habe dort ja eigentlich kein Vertrauensproblem in dem Sinne. Ne? Ich habe da ja eigentlich eine zentrale Partei, der irgendwie getraut werden kann.
Und da brauche ich jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt die super ausgefeilten Konsensmechanismen. Da brauche ich keinen Proof-of-Work-Konsensmechanismus. Da bleibe ich jetzt erstmal so fuzzy und sage, da kann es was Einfacheres sein. Ja. Genau. Gut. Direkt im Anschluss auch eine Frage, die sich mit dem Thema Kryptowährungen auseinandersetzt. Welche Kryptowährungen halten Sie selbst? Weiß ich nicht, ob ich da unbedingt darauf antworten muss. Nee, kann ich aber sagen. Also, ich habe auch, also ich bin nicht der große Kryptowährungstrader, aber so ein paar Bitcoins und ein paar Ethers habe ich an der Stelle auch. Aber so die ganz abgefahrenen Dinge, da bin ich nicht so tief drin. Genau. Dann eine weitere Frage wäre, wie lösen externe Faktoren den Smart Contract aus? Wie erkennt die Blockchain diese? Bei Ethereum ist es so, dass dort einfach ganz gezielt ja, eben solche Smart Contracts abgespeichert werden auf Ethereum, die über eine bestimmte Adresse dann anschließend sozusagen, oder die werden unter einer bestimmten Adresse gespeichert und dann kann ich externe Ereignisse definieren, die dann im Prinzip eine Transaktion an diese Adresse sozusagen schicken und dass darüber der Smart Contract ausgelöst wird. Ja, so funktioniert es zumindest mal auf einer konzeptionellen hohen Flughöhe. Die nächste Frage handelt auch von Smart Contracts. Und zwar gibt es spezielle reale Use Cases, in denen Smart Contracts bereits implementiert sind. Ja, also im Prinzip sind es eben auch diese Projektbeispiele, die ich eben gebracht habe und viele andere Unternehmen eigentlich, sagen wir mal, sämtliche Blockchain-Implementierungen, die gerade passieren, die gerade stattfinden im Identitätsmanagement, auch was jetzt neutrale Plattformen und so weiter angeht, die sind im Prinzip alle, oder nicht nur im Prinzip, die sind alle Smart Contracts basiert. Es gibt die seltensten oder die wenigsten Blockchain-Fälle funktionieren nur auf dieser Transaktionsbasis, wie eben jetzt die Kryptowährungen, ansonsten sind immer Smart Contracts im Spiel. Gibt es jetzt eben diese eine super große Killer-Applikation in dem Sinne, die jetzt sichtbar ist und jedem was sagt? Nee, aber es gibt sozusagen in den verschiedenen Initiativen und Projekten eben Anwendungsfälle, die dort entstehen sind und die sind Smart Contracts basiert im überwiegenden Teil. Gut, dann eine weitere Frage, die sich um NFTs dreht. Für wie revolutionär halten Sie NFTs und Security oder Asset Token? Wie revolutionär, weiß ich gar nicht. NFTs kennen wir auch schon ein bisschen länger. Die sind halt gerade super populär geworden, weil es gerade diese Kunstgeschichten gibt, ne, wo irgendwie Leute viel Geld ausgeben, weil sie dann irgendwie ein digitales Bild bekommen, was sie auch sonst haben könnten, aber nur über den NFT sozusagen behaupten können, ich habe das Original. Sagen wir, ist interessant, dass da Leute viel Geld aufgeben. Wundern tut es mich auf der anderen Seite wieder nicht. Ist jetzt aber auch kein ganz neues Phänomen. Was gerade das Interessante ist, dass ich selber sogar, ich glaube, vor 3 Jahren mittlerweile schon irgendwie ein Paper dazu geschrieben habe, was nie jemand interessiert hat und gerade sozusagen dort die Downloadzahlen durch die Decke gehen, weil das Thema gerade so hoch poppt. Security Assets Token geht in die gleiche Richtung. Ja, ob ich die als revolutionär ansehen würde, weiß ich gar nicht, aber ich halte sie für relevant und ist, glaube ich, sicherlich ein Bereich, wo wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren auch noch mehr sehen werden. Genau, vielleicht daran anschließend die Frage, was Ihr aktueller Forschungsschwerpunkt momentan bei Blockchains ist, wenn Sie das beantworten wollen. Ja, sicher, also so ein bisschen einen Anwendungs-Use-Case-spezifischen Fokus haben wir. Das ist aber eigentlich fast ein bisschen zufällig entstanden, wenn man so möchte, ist im öffentlichen Bereich. Dort haben wir einfach unheimlich viele Projekte gerade gemacht, jetzt, ne, sei es für Anwendungsfälle fürs BAMF, fürs Bayerische Landesamt für Steuern. Da machen wir gerade sehr, sehr viel. Zusammen mit der Bundesnotarkammer haben wir Projekte gemacht. Also das ist sozusagen so ein bisschen ein Branchenschwerpunkt. Und rein innerlich entwickelt sich das Thema gerade so im Bereich Identitätsmanagement, Self-Sovereign Identities gerade sehr stark weiter. Und das ist eigentlich am ehesten unser Schwerpunkt an der Stelle. Ist jetzt nicht der alleinige Schwerpunkt, aber das ist gerade so ein sehr dominanter Bereich, in dem wir dort aktiv sind. Gut, dann haben wir noch zwei weitere Fragen, die sich um den Bitcoin drehen. Die erste: Wie war es Satoshi Nakamoto möglich, 1 Million Bitcoins zu erlangen? In Klammern, gab es Mining? Wie ist das programmtechnisch bzw. programmierbar möglich?
Das weiß ich nicht. Ich habe das, glaube ich, auch mal gelesen, dass man zumindest davon ausgeht, ne, dass es da jemanden gibt, der da viele Coins hat und das vielleicht eben Satoshi Nakamoto ist oder derjenige, der dahinter steckt. Habe ich mich ehrlicherweise noch nie damit beschäftigt. Meine naive oder eine mögliche Antwort wäre einfach, naja, in den ersten Jahren haben jetzt auch nicht so unglaublich viele Leute da an einem Mining-Verfahren teilgenommen. Deswegen war es entsprechend auch mit wenig Aufwand möglich. Im Zweifel mit einem Notebook, was man in der Ecke stehen hatte, eben ein solches Mining zu betreiben. Und dann war es eben der Satoshi Nakamoto, der da relativ über einen längeren Zeitpunkt zum Zuge gekommen ist und darüber vermutlich sich viele Coins angehäuft haben. Das wäre jetzt meine Vermutung. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das irgendwas hart gecodet irgendwie schon immer bei ihm lag, weil dann hätte wahrscheinlich Bitcoin sich wahrscheinlich an der Stelle so nicht durchgesetzt, was natürlich auch transparent ja im Grunde ist, ne? Das ist ja eine ganz wesentliche Eigenschaft. Deswegen wäre das jetzt meine Erklärung. Habe ich mich ehrlicherweise aber noch nie beschäftigt mit dieser Frage. Jetzt eine Vermutung. Gut, dann kommen wir wieder zum Thema Blockchain und der Standort Deutschland zurück. Und zwar die folgende Frage: Was ist ja nein, welches spannende Startup gibt es in Deutschland im Bereich Blockchain? Muss ich sagen, bin ich fast so ein bisschen zu weit weg. Also es gibt da auch einfach unglaublich viele Startups. Ich glaube, so der ganz große Hype, dass da jetzt jede kleine neu gegründete Bude jetzt unbedingt auf Blockchain setzt, das ist ein bisschen vorbei. Wie viele von denen, die vor 3, 4 Jahren an den Start gegangen sind, es auch jetzt noch gibt, wahrscheinlich auch gar nicht so viele. Aber also, um eine fundierte Antwort zu geben, wer da jetzt die Hotten Player auf dem Startup-Markt im Bereich Blockchain sind, kann ich nicht sagen, weiß ich. Weiß ich nicht. Vielleicht ja die nächste und letzte Frage. Wo findet man Blockchain-Programmierer? Ja, Blockchain ist ein rarer Skill. Die findet man vielleicht sogar in Bayreuth. Würde mich sogar freuen, wenn gleich wir natürlich dort uns nicht nur auf Blockchain-Programmierung beschäftigen, sondern dort ein bisschen größer denken. Aber sowas kann man natürlich auch bei uns lernen. Ja, das kann man an den verschiedenen, es gibt, wir sind aber nicht der einzige Standort. Das kann man an den verschiedenen Universitäten lernen. Typischerweise geht man aber nicht an eine Universität, um Programmierer jetzt im engeren Sinne zu werden, sondern wenn man sich mit Software beschäftigt, dann vielleicht eher als Software-Ingenieur fungiert. Ich weiß gar nicht, ob es Ausbildungs-, weiß nicht, Programme gibt für Blockchain-Programmierer. Vielleicht eher nicht. Aber im Grunde, in Bayreuth lernt man sehr, sehr viel zu Blockchain. Wahrscheinlich sogar in Deutschland mit am meisten. Das sind doch gute Abschlussworte. In dem Sinne, ich sehe keine weiteren Fragen. Im Namen des ganzen Meetups bedanken wir uns natürlich ganz herzlich, dass Sie heute wieder einmal ja, bei uns waren. Wahrscheinlich sogar Und in Deutschland mit am damit würde meisten. ich sagen, das sind doch gute Beenden wir diese Veranstaltung. Abschlussworte. Vielleicht ein In kleiner dem Sinne, Programmhinweis für nächste ich sehe Woche. keine weiteren Dort haben wir Fragen. drei Im Referierende des Namen des FIMS ganzen und es dreht Meetups sich unter bedanken anderem wir uns um die natürlich ganz Themen, herzlich, dass dass Sie Sie heute Blockchain und wieder einmal Sustainability also ja bei sicherlich uns auch ein waren. Thema, was Wahrscheinlich sogar in Deutschland mit am damit meisten, würde sicherlich ich wichtig ist sagen. und eines der Das sind Hot doch Topics. gute Beenden wir diese Veranstaltung. Abschlussworte. Vielleicht ein In kleiner dem Sinne, Programmhinweis. sehr gut. Ich Ich sehe bedanke mich keine auch für weiteren die Dort Aufmerksamkeit, haben wir drei für Referenden. die Im Namen Diskussion. des ganzen Meetups dreht sich Ja, unter bin anderem gespannt wir uns natürlich natürlich auf die ganz weiteren herzlich, dass wir auch Vorträge heute wieder und Themen einmal dieser Mobility, Meetup-Reihe. also Genau, sicherlich uns Sten. waren, Thema Wahrscheinlich sogar in Deutschland mit am damit meisten, würde sicherlich ich wichtig sagen. ist Miteinander. und Schönen Abend. eines der Das Hot sind doch Topics gute eben wir Enden diese dieser Veranstaltung. Veranstaltung. Vielleicht ein In kleiner dem Sinne, Programmhinweis. sehr gut. Ich Ich sehe bedanke mich keine auch für weiteren die Dort haben wir drei Aufmerksamkeit Referenden. Im und für Namen die des ganzen Meetups dreht sich Organisation. Ja, unter bin anderem gespannt wir uns natürlich natürlich auf die ganz herzlich, weiteren dass wir auch Vorträge heute wieder und einmal in dieser Mobility, Mieterreihe. also Ja, sicherlich weil ich uns auch ein waren, Thema. Thema.